Hallo, mein Name ist Katharina Schüller. Ich bin Statistikerin und ich liebe Daten. Ich bin Autorin der Studie Future Skills, ein Framework für Data Literacy und habe Erfahrungen mit Daten seit über 24 Jahren. Ungefähr 10 Jahre habe ich an verschiedenen Hochschulen gelehrt und ich arbeite als statistische Beraterin in verschiedensten Industrien. Deswegen ist mir bewusst, wie wichtig Daten und wie wichtig Datenkompetenz einerseits in den Universitäten, andererseits aber auch in der Wirtschaft und in der Praxis sind. Daten werden oft als das Öl des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Aber warum eigentlich? Erstens, sprudeln Daten heute wie Öl? Sie wachsen geradezu exponentiell. Und das gilt eben nicht nur für strukturierte Daten, die wir in Tabellen und Datenbanken finden, sondern vielmehr noch für unstrukturierte Daten. Zweitens werden Daten immer intensiver genutzt. Unsere Handys verarbeiten Fotos und Sprachnachrichten, um das Leben für uns einfacher zu gestalten oder für andere transparenter zu machen. Sensordaten steuern Autos und Flugzeuge und sagen voraus, wann die kaputt gehen. Daten über unsere Vorlieben, aber auch Wetterdaten steuern, welche Werbung wir zu sehen bekommen. Die Zeitungen und das Internet sind voll von Daten und Statistiken. Wir kommen also weder im Beruf noch im Privatleben heute um das Thema Daten herum. Drittens, wollen wir aber eigentlich gar keine Daten, sondern das, was daraus entsteht. Genauso ist es bei Öl. Wir wollen eigentlich auch nicht das Benzin haben, sondern das ist ja nur ein Produkt, sondern wir wollen am Ende eigentlich den Mehrwert, der daraus entsteht. Das heißt, wir wollen Mobilität haben. Der Wert, der aus Daten geschaffen wird, der erschöpft sich eben auch nicht auf Datenprodukte wie eben Statistiken oder Prognosen, sondern der wahre Wert von Daten liegt darin, dass sie uns bei den Entscheidungen helfen, dass sie Unsicherheiten reduzieren und damit auch die Risiken reduzieren. Bewusst oder unbewusst interpretieren wir jeden Tag Daten und Statistiken und leiten daraus richtiges Handeln ab. Oft lenken uns diese Datenanalysen schon im Vorfeld in eine bestimmte Richtung, aber sie können auch manipuliert sein. Um als mündiger Bürger in einer Demokratie mit Daten vernünftig umgehen zu können, braucht es deshalb Data Literacy. Sie ist die Fähigkeit, mit Daten planvoll umgehen zu können, sie zu organisieren, zu analysieren und kritisch zu hinterfragen, um daraus am Ende richtiges Handeln abzuleiten. Es war schon immer von großer Bedeutung, mit Daten und Informationen umgehen zu können, aber noch in den 1990er Jahren hat sich das weitgehend auf Universitäten und auf die akademische Laufbahn beschränkt. Wenn es dabei um quantitative, um strukturierte Informationen ging, dann war das meistens bei den Statistikern angesiedelt. Bei qualitativer oder unstrukturierter Information waren die Bibliothekswissenschaftler zuständig. Und dabei wurden die Begriffe Statistical Literacy, Information Literacy geprägt. Inzwischen sind Daten in allen Bereichen omnipräsent und entscheiden dort auch über die thematische Deutungshoheit. Seit den 2000er Jahren gibt es Begriffe wie Big Data. Computer entwickeln sich immer weiter. Und es geht eben nicht mehr nur um die Idee, die reale Welt zu modellieren und zu verstehen, sondern auch sie vorherzusagen und sogar mit Hilfe von Daten zu steuern. Hier spielen insbesondere wieder die Statistiker eine wichtige Rolle. In dieser Zeit ist dann erstmals auch der Begriff der
Data Literacy geprägt worden. Seit den 2010er Jahren hat sich der Begriff der Daten wie auch der Begriff der Data Literacy immer weiter geschärft und verfeinert. Die Informatik ist stark ins Spiel gekommen mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz oder eben auch immer leistungsfähigeren Computern. Und manchmal wird heute der Begriff Data Science Literacy als Weiterentwicklung von Data Literacy verstanden. Wir verstehen aber unter Data Science Literacy ein Berufsprofil für einen spezialisierten Beruf, während Data Literacy alle datenbezogenen Fähigkeiten umfasst, die ein mündiger Bürger im 21. Jahrhundert braucht, jeder Bürger, jeder Arbeitnehmer. Deswegen ist Data Literacy eine Schlüsselqualifikation des 21. Jahrhunderts. Eine wichtige Dimension der Data Literacy ist die Ethical Literacy. Sie spielt in vielen Kompetenzrahmen eine Nebenrolle, aber dabei ist sie doch von zentraler Bedeutung, denn am Ende wollen wir ja von den Daten zu richtigem Handeln kommen. Erstens müssen wir dafür aber wissen, was richtiges, also ethisch korrektes Handeln überhaupt ist. Zweitens müssen wir uns auch ethisch korrekt verhalten wollen. Und drittens müssen wir verstehen, welche negativen Folgen Datenanalysen haben können. Wieder zeigt sich eine Parallele von Daten zum Öl. Ein unkritischer Umgang mit dem Thema Öl führt möglicherweise zu negativen Folgen wie Stau, Feinstaubbelastung oder auch Plastikmüll in den Meeren. Ein unkritischer Umgang mit dem Thema Daten führt auch zu negativen Folgen, möglicherweise nämlich der Diskriminierung von Menschen, zu Manipulation von Wahlen oder auch zu schlechten Gesetzen. Denn im Prozess der Analyse von Daten gibt es eben zahlreiche Möglichkeiten zu manipulieren und die führen dann zu solchen negativen Ergebnissen. Deswegen braucht es Ethical Literacy einerseits in dem Teilprozess des Codierens. Codieren beschreibt, wie wir von der realen Welt und ihren Objekten zu Daten kommen, indem wir diese Objekte der realen Welt messen. Daten können eben sehr unterschiedliche Aussagekraft haben, je nachdem, ob es zum Beispiel Umfragedaten sind oder amtliche Daten. Im nächsten Schritt geht es um die Frage, wie analysiere ich diese Daten? Und auch hier kann ich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen oder Aussagen kommen. Ein Balkendiagramm transportiert zum Beispiel eine andere Botschaft als ein Kreisdiagramm. Die Auswahl der Daten und der Analysemethoden beeinflusst also, welche Informationen kommuniziert werden. Andererseits braucht es Ethical Literacy in dem Teilprozess des Dekodierens. Dekodieren beschreibt, wie ich von der Analyse durch eine Interpretation der Ergebnisse wieder zum Handeln in der realen Welt komme. Aber was mache ich in dieser Interpretation? Wie gehe ich mit den Entscheidungen um, wenn vielleicht mein Bauchgefühl was ganz anderes sagt als die Daten? Dabei spielt es eben eine Rolle, in welchem Kontext ich diese Ergebnisse verwerte, welches Vorwissen ich habe und möglicherweise auch welche Vorurteile. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel mal etwas plakativer darstellen.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der U-Bahn, es ist Abend, ein Problembezirk, zum Beispiel Berlin-Neukölln oder München-Hasenbergel. Da sitzt ein junger Mann, hat offensichtlich Migrationshintergrund und schläft. Der Kontrolleur kommt, spricht ihn an, der Mann reagiert nicht, der Kontrolleur packt ihn und schüttelt ihn ein bisschen an der Schulter und der Mann springt auf, schlägt um sich, trifft den Kontrolleur auf die Nase und die Nase blutet. Man landet auf dem Polizeirevier. Das ist also unsere Situation in der realen Welt. Auf dem Polizeirevier wird ein Bericht geschrieben und es werden auch Daten erhoben für die Statistik. Diese Daten beschreiben dann, es war Körperverletzung, Täter männlich, 18 bis 25 Jahre, nicht deutscher Herkunft. Einmal im Jahr werden diese Daten zusammengefasst in der polizeilichen Kriminalstatistik veröffentlicht. Jetzt nimmt ein Journalist diese Statistik, analysiert sie und findet raus, dass die Gewaltkriminalität unter Ausländern dreimal so hoch ist wie unter Deutschen. Darauf entbrennt ein Sturm in den sozialen Medien und wir lesen Dinge wie: Deutschland wird immer unsicherer, raus mit den Ausländern. Oder: Die Flüchtlinge sind doch alle traumatisiert, denen müssen wir helfen. Oder auch: Wir können das ja gar nicht vergleichen. In der ausländischen Bevölkerung gibt es viel mehr junge Männer und die neigen auch mehr zu Gewalttaten. Manches davon ist wohl richtig, anderes wiederum nicht. Aber nichts davon steckt in den Daten und es hat wenig bis gar nichts mit der ursprünglichen Situation, die einfach nur unglücklich gelaufen ist, zu tun. Im Prozess der Datenanalyse, der Datengewinnung und der Datenanalyse, also bei dem Dekodieren, geht deswegen Kontextwissen verloren. Während im Prozess des Dekodierens Kontextwissen wieder hinzugefügt wird. Und Data Literacy ist nun die Kompetenz, die dafür sorgt, dass dieser Prozess des Kodierens und des Dekodierens sachgerecht und auf das richtige Handeln hin ausgerichtet durchgeführt werden kann.